Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Riedbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, zum Thema Frauen, das schöne weibliche Geschlecht und die Panik vor der unendlichen Muskelmasse. Nicht vor der unendlichen Muskelmasse der Männer, sondern vor der weiblichen Muskelmasse. Wie oft erlebe ich es in meinen Beratungen, die liebe Dame, bevor ich überhaupt ausgeholt habe, bevor ich überhaupt Luft geholt habe. Aber ich möchte keine Muskelmasse haben. Um Gottes Willen, ich möchte kein so ein Kreuz haben. Um Gottes Willen, ich will keine solche Arme haben. Um Gottes Willen, ich möchte keine solche Oberschenkel haben. Wenn es denn nur so einfach wäre, Muskelmasse aufzubauen, so einfach ist es gar nicht, liebe Damen. Wie würde ich aussehen nach knapp 30 Jahren Training? Das wäre ja undenkbar. So breit wie ein Scheunentor bin ich aber nicht. Weil eben Muskelmasseaufbau gar nicht so einfach ist, wie sich das vorstellen. Aber dann passiert's. Sie sind in Beratung, Sie haben die Ernährung umgestellt, Sie bekommen einen Trainingsplan und dann, er kommt. Dienstagmorgens, 8.30 Uhr, der panische Anruf, die panische E-Mail, die panische SMS, die panische WhatsApp. Meine Oberschenkel sind extrem dick geworden. Ich passe in keine Hose mehr. Ich habe gesagt, ich möchte keine Muskelmasse aufbauen. Liebe Damen, Folgendes. Diese Querschnittsveränderung in der Muskulatur hat am Anfang noch nichts damit zu tun, dass ihr Muskelmasse zugelegt habt, sondern es hat damit zu tun, dass euer Oberschenkel zum Beispiel, bedingt durch die schönen Übungen, die ihr dafür machen sollt, die Kniebeuge, der Ausfallschritt, die Popo-Maschine, was auch immer, natürlich der Muskel besser durchblutet ist und erlegt, jetzt kommt's, größere Glykogenlager an. Ja, der Muskel ist in der Lage, als Schutz größere Glykogenlager anzulegen in der Muskulatur. Ihr habt einmal in der Leber Glykogenlager und in der Muskulatur. Und ein bisschen im Blut rumschwirren. Und ein Anpassungsmechanismus an das Krafttraining ist in der Tat, dass das Glykogenlager größer wird. Und ihr müsst euch das so vorstellen, ihr habt ein Lager, ihr habt die Zelle, die Muskelzelle. Und die Muskelzelle, die ist am Anfang, weil ihr nie was gemacht habt und die ganze Zeit gemieden habt, dass ihr euch sportlich betätigt, ganz zusammengeschrumpft. So, und jetzt wird Sport betrieben und der Körper vergrößert seine Glykogenlager. Das heißt, er lagert verwertbaren Zucker ein in einem Lager, in einem muskulären Glykogenlager. Und dazu benötigt er auch für dieses zum Beispiel 1 Gramm verwertbaren Zucker, 3 bis 4 Gramm Wasser. Und somit geht diese Muskelzelle etwas auf. So, das bedeutet, dass ihr natürlich einen etwas strammeren Oberschenkel habt, dass ihr natürlich etwas größeres Volumen habt. Und dass euch vorkommt, oh ja, mein Muskel ist gewachsen. Da ist noch kein Muskel gewachsen. So ist es nicht, sondern es ist einfach nur eine Adaption an das funktionale Krafttraining. So, und jetzt kommt's. Jetzt müsst ihr halt ein bisschen Geduld mitbringen. Ja, ihr müsst ein kleines bisschen Geduld mitbringen. Warum? Weil ihr habt über Jahre hinweg euren Fettstoffwechsel nicht benutzt. Das heißt, ihr habt, was Training anbetrifft, was Ernährung anbetrifft, das Ganze so gestaltet, dass der Körper keinerlei Bedarf hatte, körpereigenes Fett als Energielieferant anzuziehen. Somit muss jetzt der Organismus erstmal lernen, diesen Stoffwechsel wieder umzustellen, natürlich auch körpereigenes Fett als Energielieferanten heranzuziehen. Das geht ja nicht in 2-3 Tagen, auch nicht 4-5 Tagen. Da muss man ein bisschen mehr Zeit mitbringen. Und wenn ihr geduldig seid, die Zeit mitbringt, dann kommt irgendwann auch die Stunde, der Tag, die Minute, da werdet ihr feststellen, ups, mein Oberschenkel wird ja auf einmal wieder kleiner. Mein Oberschenkel verliert ja an Volumen. Warum? Weil der Körper jetzt in der Lage ist, natürlich diese Fettmasse zu aktivieren und diese Fettmasse abzubauen. Und dann wird sich definitiv der Querschnitt der Muskulatur verringern. Aber das geht halt nicht in der kurzen Zeit. Der Körper passt sich natürlich viel schneller im muskulären Glykogenlager an und somit habt ihr natürlich gleich die Panik, dass da irgendwas passiert, was ihr wollt. Ihr müsst keine Panik haben. Frauen sind nicht in der Lage, zumindest nicht die normale Frau ist nicht in der Lage, extrem große Mengen Muskelmasse aufzubauen. 1 Kilo Muskelmasse, ihr habt das schon mal gesehen beim Metzger, wenn ihr für einen Mann feines Rindfleisch einkauft, ein Filet, das ist ungefähr so ein Batzen. Und wenn ihr das hinlegt und nebendran Fett legt, Fett hat ein viel größeres Volumen, das ist fast doppelt so groß. Und somit müsst ihr euch keine Gedanken machen, wenn ihr das schafft, dass ihr in einem Jahr, und wenn alles gut läuft, 1 Kilo Muskelmasse zulegt. Dafür aber in der Regel, durch das 1 Kilo Muskelmasse das Training, verliert ihr 4, 5, 6, 7, 8, 9 Gramm Kilo Fett. Was wird wohl rauskommen? Zwei Kleidergrößen klein, 3 Kleidergrößen klein. Jawohl, genau das. Und da wollen wir ja hin. Und deswegen, liebe Damen,
Mach keine Panik zu Beginn des Trainings, brech das Training um Gottes Willen nicht ab, nur weil der Oberschenkel ein bisschen dicker geworden ist. Es dauert nun eben mal seine Zeit, bis hier der Fettstoffwechsel aktiviert wird, bis die restlichen Parameter greifen, wie die Ernährung, wie das Fettstoffwechseltraining, wie das entsprechende Ganzkörperzirkeltraining, sodass für größere Mengen Fett abgebaut werden. Und wenn ihr diese Geduld habt, dann werdet ihr auch eben euren Gewichtsverlust haben, euren Volumenverlust und vor allem auch euren Volumenverlust da, wo ihr es unbedingt haben wollt, am Po und am Oberschenkel. Das war's, Andreas Liebenbacher zum Thema. Liebe Frauen, habt ein wenig mehr Geduld und habt keine Panik vor ein bisschen Muskelmasse, denn so viel wächst da tatsächlich nicht.